Willkommen, Freunde, zurück bei Mordors Schatten. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Unsere Hauptmission haben wir hier unten. Die möchte ich allerdings später erst machen. Was haben wir hier eigentlich noch? Eins, zwei, drei, vier solche und ein Sklaven-Ding. Ich würde mal sagen, machen wir mal. Und dann gucken wir mal, was so... was da passiert. Und das gibt einen Knall. Passt auf. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie allesamt über uns zu. Nur weil oh. Sind sie alle verbrannt? Alle sind so. Kann man es abschießen? Jo. Ach. Hier, Ungo. Hierbei handelt es sich um riesige Spinnen, die boshaften, intelligenten Kindern der Spinnenkönig. Die boshaften, intelligenten Kinder der Spinnenkönigin Konkra. Obwohl sie hauptsächlich im Tal Nanung, Tal der Spinnen, leben, haben sie sich seitdem im ganz Mordor verbreitet und besiedeln seine Höhlen und andere finstere Winkel, von wo aus sie ihrer Königin Bericht erstatten. Ihre Nester und Schlupfwinkel sind vom verdorrten Fleisch und den Knochen ihrer Beute übersät. Die Ungul scheuen sich nicht, aufdringliche Uruks zu ihren Opfern zu machen. Die letzten Geschehnisse in Mordor haben sie aggressiver werden lassen und die Neugier der Spinnenkönigin geweckt. Doch wo dies hinführen mag, liegt noch im Dunkeln. Ah ja. Wo? Machen wir mal schnell das hier. Hi. Ach, der hat schon wieder Gift. Meine Uruks werden niemals hungern. Auf die Jagd! Du bist erledigt. Ich zerstöre dich, Biest. Oh, oh. Was war das denn? Auf jeden Fall haben wir erstmal eine Fertigkeit, die wir freischalten können. Was war das? Opfer von Aufsehen und Klingenhageln explodieren und lassen Feinde zurückschrecken. Naja. Verringert die benötigte Zeit zum Spannen. Mach, das ist schön. Aber warum? Was mit dem Schattenangriff? Jetzt. Das war der falsche. Vielleicht bist du ja die richtige Beute für meine Jäger. Nimm die Beine in die Hand. Und los mit dem Gehüpfe. Ups. Ich würde mal sagen, der war erfolgreich. Kampfbericht brauchen wir nicht. Schauen wir mal. Töte dich. Du kannst mir nicht wehtun. Oh nein.
1. 2. Wir müssen uns hier mal ganz kurz zurückziehen. Hier soll irgendwo eine Blume sein. Da. So, jetzt reicht's. So. Lasst ihn uns gemeinsam angreifen! Nimm das! Hast du mich nicht verstanden? So, und zack! Bleib stehen! Zurück mit dir! Direkt zweimal rein. Schon wieder vergessen. Mein Sieg. Hoppala. Irgendwie heilt er sich mehr, als wir den abziehen. Der heilt sich direkt. Oh. Versuchst du es schon wieder? Bring dir es zu Ende! Der ist schon wieder voll. Au! Selbst das funktioniert nicht. Oha. Das könnte interessant werden. Abwarten. Ha, sag mal. Hab ich gerade gehört, dass du... Ich bin kein bloßer Fußsoldat. Das solltest du jetzt wissen. Wie machen wir den denn am geschicktesten? Und warum der? Und der? Zum Häuptling befördert, ach du Scheiße. Und noch einer. Wo kommt ihr denn jetzt alle auf einmal her? Wir hatten hier so schön aufgeräumt. Ach Mann.
Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter. Schaut euch das an. Das ist doch nicht. Wir hatten so schön aufgeräumt und jetzt das. Die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Danke, Waldläufer. Wir haben den Ort des Sklaventreibers. Ist mir sowas von egal, was ihr gemacht habt. Doch er hat's gemerkt. Hilfst du meinen Freunden? Danke. Und es regnet. Das ist ja widerlich. Es heißt, dass der Tag aus dem Nichts kommen und töten kann. Deshalb versuche ich auch nicht zu blenden. Und tschüss. Da ist er wieder. Jetzt gibt es ein Fest, Jungs! Fleisch und Grog für alle! Schauen wir mal, du stehst da ungünstig, Kollege. Einer gegen null! Weichling gesehen, der von den Toten aufersteht. Gib für alles ein erstes Mal und ein zweites Mal für deinen Tod. Ey! Oh. Das ist so ein Witz. Und der ist schon wieder vollkommen... Wie soll man die denn... Daneben, natürlich daneben. Darauf habe ich gewartet. Ein neuer Versuch, ein neuer Fehltritt. So geht's. Und ich bin... Du bist erledigt. Schon wieder vergessen, was? Der heilt sich immer wieder.
nie zu! Nö. So kämpft ein wahrer Uruk! Ein neuer Versuch, ein neuer Fehltritt! Bringen wir es zu Ende! Hast du mich nicht verstanden? Ich esse dein Herz. Wie kann der uns denn treffen? Jetzt mal ganz im Ernst. Versuchst du es schon wieder? Da. Nicht dieses Mal. Irgendwann, wir kriegen immer ein bisschen mehr. Eine leichte Beute. Das wird nicht funktionieren. Ich bin kein bloßer Soldat. Hab ich dich nicht gerade erst gewarnt? So kämpft ein wahrer Uruk. Ist klar, dass er uns wieder trifft. Versuchst du es schon wieder? Heißt dich eine, hast du mich nicht verstanden? Ich kann dich den ganzen Tag abwehren. Ich versuche, um den rumzurollen, aber wir müssen wieder hoch. So, der heilt sich durchgehend. Das ist doch ein Scherz. Aua. Ich laufe nicht da. Wo ist er? Nicht beim letzten Mal, nicht dieses Mal. Jetzt hole ich mir. Hi. Hörst du denn nie zu? Warum sticht er dann nicht, wenn die auf dem Boden liegen soll, warum sticht er dann nicht einfach zu? Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Wir können nichts machen. Sofort. Und der hat schon wieder volles Leben. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir den besiegen sollen. Ich weiß nicht, wie wir den besiegen sollen. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Hallo! Ey. Wir haben keine Elmgeschosse mehr, wir haben nichts. Und der hat wieder volles Leben. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir könnten. Das bringt alles nichts. Das bringt nichts. Wir kommen an seine Deckung nur vorbei, wenn wir von oben mal auf ihn drauf springen. Aber das Problem ist ja, dass der die ganze Zeit immer wieder heilt. Wie auch immer der es macht. Ja, das geht nämlich auch nicht. Ich bin kein bloßer Soldat. Neuer Versuch, ein neuer Fehltritt. Bringen wir es zu Ende. Ja, sicher. Komm und kämpfe wie ein echter Krieger. Schon wieder vergessen, was? Darauf
habe ich gewartet. Das geht auch nicht. Scheint sich eine Beförderung zu verdienen. Aua. Leute, ich würde sagen, wir haben ein Problem. Ja! Das wird nicht funktionieren. Ich esse dein Herz. Au. Ja. Ey. Bringt. Der zieht ja fast das komplette Leben ab. Ist der ein wahnsinnig und der ist schon wieder voll. Der lag auf dem Boden. Wie konnte der dann den Schild benutzen? Das... Ey. Das gibt's doch nicht. Naja, ich langsam langweilst du mich, Made. Ach komm, nimm deine hässliche Visage aus der Kamera. Soll man? Hallo? Direkt zwei Level aufgestiegen, natürlich. Und was sind das für welche? Warum steigen die immer mit auf? Was soll das? Da ist war überhaupt keiner da. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Komm, sag mir irgendwas. Anfällig für Schleichtodesstöße. Na toll. Immun gegen. Nein, der doch nicht. Ja, wo ist der jetzt hin? Ach so, der ist direkt mal zum Häupten. Boah, wer soll Informationen? Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das soll's für... Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich sage erstmal bis dann, Freunde, und ciao.